Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich weiß nicht, inwieweit wir alle noch unter dem Eindruck der Keynote stehen, aber da wir YouTube hier jetzt on stage haben und es doch sehr um YouTube ging, haben Sie das selber auch mal festgestellt in Ihrer YouTube-Nutzung, dieses Amplifying von Radikalisierung? Also das Thema ist für uns ein sehr wichtiges Thema, das ist auch ein sehr relevantes Thema. Das ist auch eine Debatte, finde ich, das war auch spannend, das zu hören, das war auch gut, das zu hören, das ist auch eine Debatte, der wir uns stellen. Speziell das Thema, das muss man so ein bisschen separieren in verschiedene Themen. Das eine ist das Thema Hate Speech, also Inhalte auf der Plattform, die sich definitiv gegen Gruppenrechten, gegen Minderheiten. Das ist ein Thema, was wir in letzter Zeit sehr, sehr stark angegangen haben. Wir sind in einem konstanten Update unserer Policies. Wir haben erst im Frühjahr unsere Hate Speech Policy geupdatet, wo wir speziell den Kreis der geschützten Gruppen erweitert haben, wo wir Videos bannen, die die Überlegenheit von Gruppen gegenüber anderen Gruppen ausgestalten und so weiter. Selber schon mal bei Ihrem eigenen Nutzerverhalten, wir sind ja alle auf YouTube, stellen Sie selber manchmal fest, krass, ich werde hier in eine weitere radikale Ecke gedrängt. Ich habe das noch nicht festgestellt. Das ist auch meine ehrliche Antwort, das ist auch keine jetzt irgendwie getunte Antwort. Worauf ich nur hinausgehen möchte, ist, was uns wichtig ist, ist, dass wir unseren Nutzern Vielfalt bieten. Ja? Und die erwähnten Anmerkungen zum Beispiel zum Recommendation Engine. Unser Recommendation Engine ist ein Produkt, das in der Tat ein Produkt ist, was sehr, sehr vielen Updates unterliegt. In einer Zeit von 2015 war die Engine anders aufgebaut, als sie heute ist. Sie hat mal ursprünglich angefangen, Videos zu promoten, die in erster Linie viele Klicks generiert haben. Was dazu geführt hat, dass gerade die Videos, die Thumbnails hatten, besonders nach vorgestellt wurden und das zu Clickbaiting geführt hat. Wir sind dann auf einen Algorithmus gegangen, das war wahrscheinlich das Jahr 2015, welcher in erster Linie Watchtime propagiert hat, also eine maximal lange Sehzeit. Mittlerweile ist der Algorithmus komplett überarbeitet. Wir nennen das Responsible Watchtime. Uns geht es darum, Inhalte zu fördern, die vielfältig sind, die breit sind, die nicht in Nischen hereingehen, sondern eher aus Nischen heraus in den Mainstream gehen. Gerade in diesem Jahr haben wir im Frühjahr ein spezielles Update gemacht. Das rollen wir auch in andere Länder aus, die speziell Inhalte, die Borderline sind, die Hate Speech sind, aus diesem Recommendation Engine rausnehmen. Das heißt, was vielleicht im Jahr 2016 galt, gilt aus unserer Sicht heute nicht mehr. Danke für diese Antwort, Marc Walder. Aus Ihrer Sicht, aus der Schweizer ursprünglich mal Verlagswelt kommen, setzen Sie auch immer mehr auf Video. Wie ist das Verhältnis zu YouTube? Es, so wie das, glaube ich, für jedes Medienunternehmen ist, es ist ein wichtiger Distributionskanal, ganz klar. Aber damit sind die Probleme nicht gelöst. Ich möchte ganz kurz meiner Sorge Ausdruck verleihen über den Journalismus. Ich bin ein relativ nüchterner Betrachter dessen, was im Moment passiert. Und ich glaube, wir alle hier drin sind einverstanden, Journalismus grundsätzlich ist etwas Wichtiges. Das ist mal die Grundthese. Wir sind ein Unternehmen mit etwa 140 Medienmarken in 20 Ländern. Und für uns, wie für alle anderen, wird es immer schwieriger, Journalismus zu finanzieren. In 4, 5 Punkten, ganz kurz und pragmatisch, warum ist das so? Und ich fokussiere auf den Werbemarkt, ganz kurz. Der Werbemarkt geht weg aus den Zeitungen, der Werbemarkt geht weg aus den Fernsehstationen, der Werbemarkt geht ins Digitale. Wohin geht der Werbemarkt im Digitalen? Hauptsächlich zu den beiden großen Plattformen, Google und Facebook. Das sage ich völlig wertfrei. In Zahlen heißt das, dass diese beiden Unternehmen heute 180 Milliarden Umsatz machen in 15 Jahren. Das ist einmalig in der Geschichte der Wirtschaft generell so ein starkes Wachstum. Warum? Aufgrund der Daten, und ich möchte die Daten nun gar nicht verteufeln, sondern der Werbemarkt offensichtlich verlangt diese Daten. Ich möchte kurz hierher kommen, weil der Ministerpräsident gesagt hat, wir reden viel über die Abwesenden und suchen nach Lösungen. Wir haben in der kleinen Schweiz etwas lanciert, worüber ich ganz kurz reden möchte. Wir haben vor diesem Hintergrund eine Allianz gegründet und das ganz schwierig mit den anderen Medienunternehmen zusammen, wo wir gesagt haben, halten Sie sich fest, Sie müssen sich ab jetzt einloggen, wenn Sie auf unsere Plattformen wollen. Egal, ob das bezahlte Plattformen sind oder Gratis-Plattformen, Sie müssen sich einmal einloggen. Warum? Weil das vielleicht die letzte Chance ist für journalistische digitale Plattformen, sich noch zu monetarisieren im großen Stil. Weil wenn Sie das nicht tun, werden Sie von diesem Werbemarkt
kaum mehr etwas abbekommen. Wir haben das letzten Dienstag gestartet, ist also ganz neu, auf einer freiwilligen Basis. Das erste Jahr ist das freiwillig und Zehntausende von Menschen haben sich freiwillig einmal eingeloggt. Das hilft. Die Schweiz schon eine ganze Menge. Das ist viel freiwillig. In einem Jahr werden wir das übrigens dann hart machen. Also wenn Sie sich nicht mehr einloggen, dann haben Sie keinen Zutritt mehr zu dieser Plattform. Aber jetzt kommt die Daten- und die Ethikfrage. Ganz wichtig ist, jede Userin und jeder User, dann bin ich fertig, hat selbstverständlich die Möglichkeit, nach dem Login zu sagen, ob die Daten für personalisierte Werbung genutzt werden dürfen. Wir haben dieses Thema Consent vorhin gehört und das ist ganz wichtig. Letzter Satz, wir sind der Überzeugung, der Umgang mit Daten, der korrekte Umgang mit Daten ist heute ein wettbewerbsentscheidender Faktor geworden. Danke, weil ich versuche jetzt mal eine elegante Brücke von den Daten, die ja auch Streaming sehr nützen. Frau Eigner-Dreves, Sie zählen zu denen, die sehr fleißig auf neue Streaming-Plattformen setzen und dort investieren. Hier in Deutschland machen Sie zusammen mit ProSiebenSat.1 Join, da wird der Eurosport-Player einfließen. Ihre US-Kollegen haben, glaube ich, das Food Network Kitchen in Kooperation mit Amazon gestartet. Die Frage ist, wenn wir über Geschäftsmodelle reden, stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre Inhalte bald komplett direkt zum Konsumenten gebracht werden, ohne dass es dafür noch so die klassischen Verbreitungspartner gibt? Also, ja, wir sind ja schon mittendrin, dass wir uns darauf einstellen. Sie haben ja gerade ein paar sehr relevante Produkte genannt. Da ist das 50-50 Joint Venture mit ProSiebenSat.1 Joint, da ist der Eurosport Player, da ist Golf TV, da ist Motortrend, da ist Food Network. Also wir haben jede Menge Produkte jetzt schon im Markt, die auf Direct-to-Consumer-Ansprache abzielen. Generell ist es bei uns so, dass wir zum einen mal, und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass lineares TV nicht tot ist. Ja, wir haben immer noch eine sehr, sehr, sehr hohe Nutzung im linearen TV. Das sind immer noch 220 Minuten. Je älter das die Menschen werden, desto mehr nutzen sie es. Nichtsdestotrotz können wir natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass das Nutzungsverhalten sich drastisch ändert. Auch wegen YouTube, auch wegen anderen Wettbewerbern, die im Markt sind. Und das ist für uns jetzt die Herausforderung, dass wir mit unseren Inhalten, die uns gehören, diese Intellectual Property, von der ersten Produktion bis zur letzten Ausstrahlung ist für uns ein extrem wichtiger Punkt, auch bei der ganzen Strategie, dass wir diese Inhalte dahin bringen, wo unsere Konsumenten sind. Egal in welcher Alterszielgruppe sie sind und egal wie nischig oder wie breit sie aufgestellt sind. Und das ist Teil von unserer Strategie. Also ja, klar wollen wir dahin mit unseren Direct-to-Consumer-Angeboten. Herr Kugel, ich glaube, Sie haben einer der interessantesten, vielfältigsten Medienkarrieren hinter sich. Viel erlebt, viel gesehen, viele Erfahrungen gesammelt. Mit diesem ganzen Rucksack an Erfahrungen bauen Sie jetzt ein neues Unternehmen auf. Man kann auch sagen, Sie gehen auf Shopping-Tour. Es gibt regelmäßig neue Berichte, wo Sie investieren, wo Ihr Augenmerk hinfällt. Was haben Sie an Ballast über Bord geworfen, um sich der neuen Unternehmung zu widmen? Was gibt es an Learnings, an Erfahrungen, die Sie so nicht wiederholen wollen? Was machen Sie neu? Also für uns und für mich war im Wesentlichen der Ausgangspunkt, wer jetzt weniger der gesellschaftspolitische Hintergrund, sondern rein wirtschaftlicher, standortpolitischer und unternehmerischer. Ja. Das heißt, im Endeffekt war unsere Idee und das Sehen des medialen Umbruchs und das wirkliche sich Verändern, und zwar das irreversible Verändern infolge des Mediatrends der unterschiedlichen medialen Nutzung, die Lücke, wo wir gesagt haben, gut, wir brauchen hier aus Bayern, Deutschland heraus und dann später vielleicht europäisch ein Content-Haus, das alle Facetten des Contents bieten kann. Das heißt, wir bauen ein Unternehmen und Einkaufstour mag ich eigentlich nicht so gerne, weil wir sehr gezielt und sehr geplant seit 18 Monaten das vorbereitet haben und gesagt haben, wir wollen Kino, wir wollen fiktionales TV, wir wollen Entertainment-TV, wir wollen Information. Zu uns gehört ja auch I&U, Stern-TV seit 30 Jahren. Wir wollen Live-Sendungen machen können, wir wollen auch für digitale Medien produzieren können und wir wollen das, und jetzt kommt die Frage Ihres Ballasts, wir wollen das mit einer Mischung aus etabliertem Management und neudenkendem Management, denn was alle Diskussionsrunden gezeigt haben, wir brauchen Tempo, wir brauchen Schnelligkeit und wir müssen schnell in den Umsetzungen sein, denn wenn wir uns in dem Tempo bewegen und in den Denkmustern denken, wenn ich heute
nehmen Sie das Beispiel Kinoproduktion, mir erzählen Erfahrung, seit 30 Jahren die Leute das Gleiche, wie sie einen Kinofilm ins Kino bringen. Wenn wir so weitermachen, ein Plakat kleben, eine Anzeige schalten, TV und wenn man ganz kreativ ist, noch ein Influencer, dann kommen wir nicht weiter. Und aus dieser ganzen Einstellung und Mentalität heraus, in Zeiten, in denen man keine Zeit mehr hat, ein schnelles unternehmerisches Konstrukt zu bilden, was ein Content-Lieferant sein kann in Zeiten, in denen wir immer mehr Content brauchen werden. Ein One-Stop-Shop for Content. Frage mal in die Runde, wie ändern sich eigentlich Ihre eigenen Medienkonsumgewohnheiten? Also es gibt ja immer neue Buzzwords und Trends, Binge-Watching, mittlerweile geht der Trend eigentlich schon fast wieder weg von Binge-Watching. Was stellen Sie an sich selber fest? Wie haben sich Ihre Sehgewohnheiten verändert? Fangen wir mal an mit dem Riese. Bei mir verändern sie sich ja notgedrungen berufsbedingt. Ich sehe in erster Linie nonlinear On-Demand-Inhalte. Interessanterweise nicht unbedingt so viele Entertainment-Inhalte, das ist wahrscheinlich auch zeitbedingt, sondern ich sehe Inhalte, die für mich persönlich oder für meine Familie nützlich sind. Also ich sehe ziemlich viele Learning-Videos, gerade spezialisiert auf Mathematik, weil meine 12-jährige Tochter sich gerade mit einer Matheprüfung auseinandersetzen muss. Oder andere Dinge ist das. Aber in der Tat, ich suche mir das raus, was für mich gerade in dem Augenblick relevant ist, und dann sehe ich das. Also ich bin immer noch tatsächlich sehr, sehr linear unterwegs, was auch daran liegt, dass ich sehr viel Sport schaue, und Sport kann ich einfach nur live und linear anschauen, bin dann sehr lean back. Habe eine 10-jährige Tochter, habe alles an Abos zu Hause, einfach aus beruflicher Neugier, die es irgendwie gibt. Insofern verschiebt sich das Ganze mittlerweile doch auch in den non-linearen Bereich, aber wenn wir sagen so 50-50, mit einer Tendenz zu linear, wenn es um bestimmte Inhalte geht. Und das ist Sport ganz weit vorn. Ich habe seit 3 Jahre nicht mehr linear Fernsehen geschaut, obwohl ich gerne Fernsehen schaue. Ich schaue alles dann, wann ich will, also das heißt zeitversetzt und wo ich will, entweder vor dem Big Screen oder vor dem ganz kleinen oder dem mittleren Screen, außer bei Sport, aber sonst ist linear, passt gar nicht mehr in meinen Tag hinein. Also ich schaue nicht das, was mir der Algorithmus vorschlägt, weil da bekomme ich Paw Patrol und Lego Ninjago wegen meinen 2 Jungs. Ich schaue sehr gezielt, ja, alles an, was neu und was interessant ist, und das meistens non-linear. Aber ich bin wie Susanne Eigner Drews der Meinung, dass Linear-TV wir noch sehr, sehr viele Jahre mit sehr vielen Gewohnheiten für Zielgruppen uns begleiten werden und auch erfolgreich. Das bezweifle ich stark. Als Schweizer, wir haben eine Digitalplattform, Swisscom TV heißt die, die ist fantastisch. Sie können, ist übrigens ein Problem auch hier für die Finanzierung wegen Werbemarkt, Sie können Werbung überspulen. Sie schauen, haben eine Penetration von etwa 55% in der Schweiz, das heißt, jeder zweite Haushalt kann die Tagesschau, den Tatort, was auch immer, dann schauen, wann er oder sie will. 2 Wochen zurück, kann alles aufnehmen und so weiter und kann die Werbung überspulen. Ich sage immer als Chairman der größten Vermarktungsorganisation in der Schweiz, die auch die SRG vermarkten muss, würde das nicht so sein, würden noch viel weniger Menschen Fernsehen schauen. Dadurch, dass es so convenient ist, schauen immer noch relativ viel. Leider spulen die dann jedes Mal über den Werbeblock drüber. Ich muss ja als Moderatorin eigentlich völlig neutral sein, aber kenne mich hier immer mehr zu Team Kugel und Eigner Drews, weil ich immer höre, dass Kinder zum Beispiel nur noch YouTube gucken. Alle Kinder, wenn man bestimmten Berichten glaubt, schauen nur noch YouTube und gar nichts anderes mehr. Und kaum ist man dann mal in Ferien mit vielen Kindern oder gibt es so ein Hotelzimmer und da läuft ein Fernseher und das Wi-Fi funktioniert vielleicht auch nicht so, dann sitzen die alle gebannt vorm Fernseher. Da in Deutschland, da können wir uns jetzt zwar nicht drüber freuen, ich glaube, die Digitalisierung noch immer nicht so ganz weit vorangeschritten ist, haben sie vielleicht auch gar nicht so viele Möglichkeiten, YouTube zu gucken, wie sie vielleicht gerne würden. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Geschäftsmodelle. Es gibt immer mehr Plattformen, die auch immer höhere Preise für Premium-Inhalte und Top-Talente zahlen. Andererseits gibt es gegenüber den Nutzern, den Konsumenten natürlich einen Wettkampf um möglichst niedrige monatliche Abo-Preise. Wo endet so ein Hyperwettbewerb, Herr Kugel? Also der Wettbewerb führt ganz eindeutig und wird, ist ja schon dabei, zu einer Konsolidierung der Branche führen in unterschiedlichen Schritten und in unterschiedlichen Businesses. Das wird die Distributionsbranche betreffen, das wird Verleih im Kino die Branche massiv betreffen, weil einfach die Kinozahlen sinken und kleine Verleihstrukturen das nicht mehr machen können. Das wird Inhalte und Produktionsunternehmen betreffen, weil, wie Sie richtig sagen, der Kampf um die Talente ist das eine, das andere
ist, dass du entweder heute sehr, sehr klein bist und sehr, sehr kreativ, dann kannst du dich durchsetzen, aber mit klein meine ich wirklich klein, oder sehr, sehr groß, dass du die unterschiedlichen Facetten und Strukturen bedienen kannst. Und es geht heute, wenn wir über Inhalte reden, egal über welchen Inhalt wir reden, um Talent wie immer. Es geht darum, die richtigen Leute zu haben, und da befindet man sich heute in einem starken Wettkampf, wie Sie sagen, aber die werden auch von großen Unternehmen und den Möglichkeiten, die diese Unternehmen haben, natürlich stark angezogen. Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr klar für unser Unternehmen sehe, dass ich sage, wir brauchen die Plattform, dieses Home of Talent zu sein, um in Zukunft nicht nur alle Medien und damit alle kreativen Möglichkeiten bespielen zu können und damit Heimat für das Talent zu sein, sondern eben auch diese Talente finanzieren zu können. Das ist ein ganz klarer Umbruch in der Branche. Um dann nochmal die Gerüchtelage, die ja auch so um mögliche Kooperation mit Axel Springer war, aufzugreifen, ist da was dran? Es ist purer Zufall, dass das KKR-Team, das Investorenteam, exakt personenidentisch ist wie das Team, mit dem ich gerade versuche, die Mediengruppe aufzubauen. Es sind zwei völlig getrennte Investments, und es besteht nur Personenidentität bei den Investorenteams. Also es ist nicht vergleichbar geplant. Aber es wäre jetzt auch nicht völlig abwegig. Marc Walder hat es gerade gesagt, Stichwort Zusammenarbeit, Kooperation, Neudenken. Also das Leonine-Thema muss erstmal aus sich heraus auch funktionieren, und daran sind wir und daran bauen wir. Sie sprachen gerade das Thema Konsolidierung an, Herr Briese. YouTube hat sein Premium-Modell wieder gehörig zurückgefahren, sind auch selbst für YouTube, Netflix und Amazon und Co. einfach zu stark? Für uns war die Logik eine andere. Also wir wollten nicht in Konkurrenz mit Netflix und Amazon treten, weil die einfach eine innerliche andere Ausrichtung haben. Da geht es wirklich um serielle, hochwertige Produktionen, die exklusiv hinter einer Paywall angeboten werden. Unser Gedanke wäre ja ein anderer. Wir sind ein werbefinanziertes Medium, und das werden wir auch bleiben. Und ich glaube, da sind wir auch gut positioniert, nicht nur für die Werbekunden, sondern insbesondere für die Inhaltepartner, die mit uns zusammenarbeiten. Wir sehen aber zur gleichen Zeit einen starken Shift Richtung Direct-to-Consumer-Businesses. Ja? Und das ist eine Entwicklung, der wir uns ganz bestimmt nicht verschließen wollen, sondern unser Job ist es, für die Partner, die mit uns zusammenarbeiten, ein möglichst breit gefächertes Refinanzierungsangebot darzustellen. Ja, das heißt, das machen wir heute schon im werbefinanzierten Bereich. Wir bieten Partnern an, zum Beispiel über Tools, Memberships heißt das, Superchat, ihre Fans sind praktisch in Bezahldienste zu bekommen, gegen Gegenleistungen. Memberships sind zum Beispiel ein Programm, wo man auf Kanalbasis exklusive Inhalte anbieten kann als Partner. Das ist aber in der Entscheidung der jeweiligen Partner bei uns. Wir als Plattform selber haben entschieden, mit YouTube Premium, speziell YouTube Premium Music, auch in diesen Direct-to-Consumer-Subscription-Bereich reinzugehen. Aus dem einfachen Grund heraus, dass wir festgestellt haben, dass viele Nutzer gerne auf Werbung verzichten würden gegen ein Entgelt und dafür zusätzlichen Nutzen bekommen. Heruntergeladene Inhalte zum Beispiel, exklusive Inhalte. Und das ist ein zusätzlicher Erlösstrom, der wichtig ist, 50% des gesamten Medienmarktes. Das ist ein Paymarkt, den für unsere Partner nicht zu eröffnen, wäre, glaube ich, ein Fehler, und deswegen tun wir das. Letzte Frage an die gesamte Runde. Ich glaube, wir können sehr lange noch weiter über Geschäftsmodelle der Zukunft reden, aber das verlagern wir dann gleich einmal nach dieser Veranstaltung. Die Frage an Sie lautet, wenn Sie viel über Technik heute gesprochen haben, wenn Sie technische Innovationen nehmen, die es schon gibt, die es möglicherweise bald gibt, welche sind aus Ihrer Sicht für Ihren jeweiligen Bereich die wichtigsten technischen Innovationen für künftige Geschäftsmodelle? Ist es AI, ist es AR, ist es VR, Sprachsteuerung? Wo sehen Sie für sich selber, für Ihr Business Model den größten Vorteil in technischen Innovationen? Wenn ich beginnen darf, dort, wo ich begonnen habe, es geht am Schluss. Meine wichtigste Sorge ist, bei 8000 Mitarbeitern in unserem Unternehmen haben wir genügend gescheite Data Analytics-Leute im Unternehmen. Also es geht am Schluss alles um Datenanalyse für den Werbemarkt, für den Consumermarkt, zugeschnittene Modelle. Ich möchte eine kleine Lanze zu den Algorithmen nochmal brechen. Ministerpräsident hat es gesagt, da gibt es auch sehr viel Gutes, was Algorithmen tun und mir Vorschläge machen, sei das auf Netflix, sei das auf Facebook oder sei das auf YouTube. Und da müssen die Medienunternehmen, zurück zu Ihrer Frage, auch hinkommen. Herr Kugel.
Wir sind ja als Independent, im Endeffekt ist unser Ziel, alle Plattformen zu bedienen. Das heißt, für mich ist meine größte Sorge, die Kreativen und alle notwendigen Fachleute zu haben, die für Free TV, für die Plattformen, für YouTube, für Sonderprojekte, für digitale Projekte in Anschlag zu bringen, um alle diese Plattformen beliefern zu können. Ja? Das heißt, wir sind offen, wir sind erster Linie B2B, wir sind nicht B2C. Ja? Ich glaube auch, dass bei so vielen B2C-Marken, die alle Content zu den Consumern bringen können, ein klares Bekenntnis als reines Inhalteunternehmen heute gar nicht verkehrt ist. Der Trend wird auch nicht abreißen. Ja? Und was Marc Waldner gerade gesagt hat, ist, dass ich sage, dass ich glaube, dass das lineare TV noch ein langes Leben haben wird, schließt überhaupt nicht aus, dass wir nicht genauso stark in die andere Richtung produzieren. Ja? Dazu sind wir offen und das ist im Endeffekt unser Modell, ja, zu sagen, gut, es wird ein unfassbarer Bedarf an Content weiter sein, existieren und noch steigern, ja, und wenn die kommenden Plattformen, ja, nämlich Disney oder Apple, ihren Content von anderen Plattformen runterziehen, das wird ja passieren, ja, entsteht dort wieder Bedarf, ja, und insofern fühle ich mich da dann wohl, wenn wir die richtigen Strukturen, die wir schaffen, die wendigen Strukturen, die auch für diese Partner produzieren können und die auch die Partner erwarten, nämlich Schnelligkeit und Skalierbarkeit aufbieten können. Ich hätte davor sagen sollen, in einem Satz, weil wir tatsächlich vom Sender müssen. Sie haben noch einen und Sie haben auch noch einen kurzen. Ich würde gerne die Frage ein bisschen abwandeln, weg vom wirtschaftlichen Aspekt mehr zu dem, was Bewegtbild ausmacht, und das sind Emotionen und das ist Unterhaltung, und da spielt für uns das Thema Augmented Reality gerade im Sportbereich eine riesengroße Rolle. Guter Punkt. Bitte. Wir sind eine technische Plattform, von daher gehört Technologie mit zum Kerngeschäft. Datenschutz, Data Privacy ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Wer sich dafür interessiert, heute Nachmittag 15.30 Uhr ist ein Kollege von mir auf dem Panel. Der Werbeclip kommt später. Und so ein, wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, so ein Gipfel Technologie in Verbindung mit denkt. Den richtigen Policies. Das ist ein wichtiges Thema. Danke Ihnen sehr. Bleiben Sie gerne noch sitzen. So ein Gipfel geht sehr viel schneller vorbei, als man denkt. Wir haben sehr, sehr viele Punkte angesprochen, sind einmal quer durch die Medienthemen gerauscht. Danke, dass Sie mitgerauscht haben und in den nächsten Tagen sicherlich noch viel mehr diskutieren werden. Jetzt aber erstmal vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit hier im Saal, am Bildschirm, und nutzen Sie die Zeit, der nächsten Tage miteinander zu reden. Das ist noch besser, als übereinander zu reden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir danken unserer Moderatorin.